Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es um die schriftliche Multiplikation mit zweistelligen Zahlen. Am Ende vom Video solltest du in der Lage sein, solche Aufgaben, die auch gleich kommen, dann selbst zu rechnen. Damit du alles verstehst, bleib bitte bis zum Ende dran. Ich heiße Dennis. In meinen Lernvideos und auch auf meiner Webseite guterklärt.de bekommst du Mathematik und andere Schulfächer einfach erklärt. So, die schriftliche Multiplikation mit zweistelligen Zahlen. Wir fangen mit einem einfachen Beispiel an und dann wird es schwieriger. Also 24 mal 12. Da geht man so vor, man nimmt erst die 1 hier und multipliziert sie mit der 24. Also 1 mal 4, das ist 4. Und diese 4, die schreiben wir auch unter die 1. Und vorne dran noch, 1 mal 2 ist 2. 24. Also 24 mal 1 ist logischerweise 24. Und dann geht es an die hintere Stelle von der 12, also die 2. Und 2 mal 4, das ist 8. Die 8, die schreiben wir unter die 2. Und 2 mal 2 ist 4. Und die 4 schreiben wir hier auch in einer Reihe untereinander, also dass diese 4 unter der 1 auch steht. Und damit auch unter der 4 von der 24. Als nächstes machen wir einen Strich darunter und dann schriftliche Addition. Hinten haben wir nur eine 8 auf der einen Stelle. Davor 4 plus 4, das ist auch 8. Und hier vorne noch eine 2. Das heißt, 24 mal 12 ist 288. Nehmen wir als nächstes 35 mal 46. Auch hier fangen wir mit der vorderen Stelle der zweiten Zahl an, also mit der 4. 4 mal 5, das ist 20, also 2 0. Die 0, die schreiben wir schon, und zwar unter die 4. Und die 2, die merken wir uns zum Beispiel mit den Fingern. Dann 4 mal 3 ist 12, plus die 2, die wir uns gemerkt haben, ist 14. Die 4 schreiben wir, die 1 ist der Übertrag. Da aber keine weitere Stelle mehr folgt, können wir die 1 jetzt auch hinschreiben. Also 140. Dann hintere Stelle, die 6 nehmen. 6 mal 5, das ist 30. Also 3, 0. Die 0 schreiben wir in das Ergebnis und zwar unter die 6. Also 6 mal 5 ist 30. Die 0 schreiben wir hin, die 3 merken wir uns. Und 6 mal 3 ist 18 plus die 3, die wir uns gemerkt haben, ist 21. Also 1 hinschreiben, 2 merken und da es keine weitere Stelle mehr gibt, können wir die 2 vom Übertrag auch hinschreiben. Wichtig ist, die 0, die steht hier unter der 6 und die 1 hier, die steht unter der 4. Danach Strich drunter und schriftliche Addition. Hier hinten haben wir nur eine 0. Davor 0 plus 1 ist 1. 4 plus 2 ist 6. Und ganz vorne noch eine 1. Also 35 mal 46 ist 1610. Nehmen wir noch 316 mal 48. So, die erste Stelle, also die erste Zahl ist dreistellig und die zweite Zahl ist zweistellig. Vorgehensweise ist trotzdem gleich. Wir nehmen von der zweiten Zahl erst einmal die vordere Stelle, die 4. 4 mal 6 ist 24. Davon schreiben wir die 4 hin und die 2 merken wir uns. Also 4 mal 6 ist 24, 4 hinschreiben, 2 merken. 4 mal 1 ist 4, plus die 2, die wir uns gemerkt haben, ist 6. Und 4 mal 3 ist 12, also 1, 2. Die 2 schreiben wir hin, die 1 vorne ist der Übertrag, da allerdings keine weitere Stelle mehr kommt, können wir die 1 auch hinschreiben. Also haben wir hier praktisch unsere 12. So, 316 mal 4 ist also 1264. Dann die hintere Stelle, die 8.
8 mal 6 ist 48. Die 8 hinschreiben, die 4 merken. 8 mal 1 ist 8, plus die 4 ist 12. Von der 12 die 2 hinschreiben. Na, Moment, die macht es etwas deutlicher. Die 2 hinschreiben, die 1 merken. Und jetzt 8 mal 3 ist 24, plus die gemerkte 1 ist 25, also 25. Strich drunter. So, schriftlich addieren. Hinten einfach die 8. 4 plus 2 da vorne ist die 6. 6 plus 5 ist 11. 11. 2 plus 4 plus 1 ist 5. Und die 1 vorne bleibt stehen. Also 316 mal 48 ist 15.168. Du möchtest die schriftliche Multiplikation mit größeren Zahlen einmal selbst üben? Dann schau mal unter dieses Video, da packe ich dir Übungsaufgaben hin. Mach die einmal selbst, dann wirst du fitter in dem Thema. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir.